fährt so schnell mit so einem Auto. Rum, rum, rein. Und es geht. Und die Tiere sind auch schon zu gewesen. Da sind sie ja. Oft haben wir den Jurassic Park beim Vorbeifahren wo gesehen, dass er beschrieben war. Jetzt endlich haben wir sich einmal die Zeit genommen und sind da wirklich hergefahren, extra mal hergefahren und schauen sich heute das erste Mal den Jurassic Park, den steirischen Jurassic Park an. Die Kinder sind auch schon ganz aufgeregt und kommen schon hergerannt und freuen sich auch schon total. Du hast mit der 5 gebrochen, die 5 gebrochen. Ja, du darfst. Da ist es. Wir sind sehr frühe Vorfahren von gepanzerten Dinosauriern. Den Seilgarten können Sie es noch machen. Wie schön, vielleicht noch. Wo? Zum Aussterben der Dinosaurier wurden viele verschiedene Theorien entwickelt. Der Dino! Gibt es ein Dino? Ja. Das sind die Dickköpfeidechsen. Ja, wahrscheinlich so wie überall im Tierreich. Um ein Mädchen kämpfen. Die waren relativ spät dran. Das sind die Entenschnabelfamilie, kennen Sie. Du dich, Mama, bitte. Der hat aus dem Schnabel. Der hat ein kleines Tierchen schon. Der hat schon was gegessen, schon. Ja, oh nee. Das ist ein kleiner Langhals. Oh, der kleine Langhals. Das ist ein, Mama, das ist ein Baby-Langhals. Mhm. Wow, das bewegt sich ja wirklich, wie wenn das. Das ist ja wirklich so ein weiches Material. Du glaubst mir, dass der echt ist. Wow, wie ja. Ja, da kriegt man Angst. Da ist schon ein kleiner Dino.
Ja. Ja, wo ist denn wirklich die Schokolade? Gigantoraptor. Das ist ein Einzelhaus. Der Vorstandshaus. Das ist ja nicht so arg. Die darf ich nicht essen. Ach so. Wilma! Wir sind hier heute bei einem wunderschönen Bauernhof, der auch tolle Produkte hat, Speck und alle möglichen selbstgemachten Sachen und Brände. Und da hinten sieht man, hat man vorher ganz schön den Sonnenuntergang gesehen. Den Namen blende ich euch ein. Wir sind da in der Nähe vom Globeiner See. Und es ist sogar ein Stellplatz, wo man dann länger als für eine Nacht stehen kann. Für rund 19, 20 Euro kann man dann eine Nacht verlängern. Ich sage mal, ist ein absoluter Geheimtipp und auf jeden Fall eingespeichert bei uns jetzt. Die hüpfen mal rein. Da ist schon wieder Frosch. Das ist wirklich furchtbar. Ja, wo ist denn meine Melissa?